BLS Cargo führt für ihre Kunden im In- und Ausland jährlich rund 20.000 Zugfahrten zwischen Nordsee- und Mittelmeerregion aus. Sie und weitere Akteure müssen frühzeitig wissen, wann der Zug am Übergabe- oder Ankunftsbahnhof ankommen wird. Mit Hilfe der Estimated Time of Arrival profitieren die Kunden der BLS von einer verlässlichen Ankunftszeit und können den weiteren Verlauf des Transports vorausschauend planen. Die Kunden haben uns in Kundengesprächen darauf hingewiesen, dass sie insbesondere bei Verspätungen eine genauere Angabe brauchen, wenn sie unsere Verkehr ankommen. Und für das ist die Estimated Time of Arrival sehr wichtig, dass sie können, die weiterführende Transportkette planen können. Aus Sicht der BLS sammeln wir ganz viele Daten von Vertriebssystemen auf unseren Zügen. Im Fall des Cargo bekommen wir mehrere tausend Dateien pro Tag, die wir verarbeiten möchten. Das in Echtzeit sogar. Und um die technischen Anforderungen zu erfüllen, haben wir einen Data Lake aufgebaut, was uns erlaubt, grosse Datenmengen einerseits zu speichern und andererseits auch zu verarbeiten. Also Swisscom hat uns eigentlich die Plattform für unser Machine Learning Modell zur Verfügung gestellt. Und BLS hat das Machine Learning Modell darauf implementieren können und nachher mit uns zusammen den Proof of Concept erstellen und insbesondere die grosse Datenmenge, die dazu notwendig ist, mit uns zusammen auf dieser Plattform bewirtschaften können. Früher haben wir Tabellen von Hang angelegt, um daraus eine Ankunftsprognose für einen Zug abzuleiten. Mit dem Machine Learning Modell können wir heute vollständig automatisch für jeden Zug eine Estimated Time of Arrival generieren. Hier nutzt der Disponent als Vorschlag. Er kann sie plausibilisieren oder im Fall eines nicht stochastischen Ereignisses kann er die Information überschreiben und mit seinen eigenen Einschätzungen ergänzen. Ich finde es sehr spannend, dass wir als BLS Cargo in einer eher undigitalen Bahnwelt vorne bei KI-Programmen mit dabei sind. Es erleichtert uns die Arbeit, es ist weniger Fleissbüetz und wir haben wirklich Zeit für die wichtigen Sachen.